Im Fall Skripal hat die britische Polizei neue Videoaufnahmen veröffentlicht. Diese zeigen offenbar die beiden verdächtigen Russen, die den Ex-Doppelagenten und seine Tochter vergiftet haben sollen. Die Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes GRU waren Anfang März 2018 vor und nach dem Giftgasangriff in Salisbury. Mit dem Video sucht die Polizei nach neuen Zeugen. Der Polizist Nick Bailey wurde ebenfalls in Salisbury kontaminiert und hatte zunächst große Angst. Es ist die Angst vor dem Unbekannten, weil es so ein gefährliches Zeug ist, das man in sich hat. Weil ich wusste, wie schlecht es den Skripals geht, war ich wie versteinert. Der Ex-Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter Julia, die aus Moskau zu Besuch war, konnten das Krankenhaus nach wochenlanger Behandlung verlassen.